Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Fußballfreitag. Ja, da haben wir schon wieder Wochenende. Irgendwie ging die Woche verdammt schnell rum. Ich war so vor 2 Stunden noch so, oh, Moment, heute ist Donnerstag, ich sollte Fußballfreitag aufnehmen. Und jetzt komme ich endlich dazu. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich mich irgendwie mit den Auslosungen beschäftigen möchte, der europäischen Wettbewerbe. Dabei hatte ich vergessen, dass die Euroleague ja vor der Champions League vorbei ist, also die Runde. Und jetzt mich nur mit dem Eintracht-Spiel zu beschäftigen, dachte ich mir, ja, ist auch nicht so spannend. Wir können kurz sagen, spielen gegen Inter Mailand. 13.500 Fans werden sie begleiten. 20.000 hätten es sein können, hätte man so viele Karten bekommen. Den kommenden Donnerstag erst zu Hause. Und den Donnerstag drauf dann in Mailand. Wird ein ziemliches Fußballspektakel. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ist ein sehr schwieriger Gegner. Aber es ist, wenn man gewinnen will, also wenn man den Pott holen will, muss man sowieso alle schlagen. Ja, ich freue mich drauf. Ist ein attraktiver Gegner. Werden, denke ich, 2 coole Spiele. Und ja, vielleicht schafft man es ja. Irgendwie geht es meine Nase gerade zu. Ich hoffe, das ändert sich. So. Ich dachte mir, nachdem die Tabelle der zweiten Liga, beziehungsweise ja, nachdem die zweite Liga jetzt so gesehen bereinigt wurde durch das Nachholspiel, gucken wir uns einfach mal, ich sag jetzt wirklich kurz, weil ich bin kein Zweitliga-Experte, ich gucke davon kaum Spiele, aber wir gucken uns einfach mal eben die Tabelle der zweiten Liga an. Wir haben noch 11 Spiele und wenn ich mir das hier so angucke, würde ich sagen, dass bis Platz 17 bestimmt nicht. Bis Platz 7 können es noch irgendwie alle schaffen oder auch alle eben nicht schaffen. Regensburg hat jetzt erst gegen Hamburg gewonnen, stehen damit bei 33 Punkten, sind allerdings auch schon 8 Punkte hinter Berlin. Untere Tabellenhälfte, ihr seht es hier, da seht ihr jetzt aber gar nicht groß die Punkte. Ja, letzte Saison war es knapper. Da war ja quasi auch so von Platz 15 aus, konnte man mehr oder weniger noch den dritten erreichen. Genauso war irgendwie auch noch der Relegationsplatz, also nach unten hin für alle oben in greifbarer Nähe. Und da war es noch spannender, als es jetzt ist. Denn, ja, ich würde sagen, diese Saison wird es vermutlich unter den letzten 4 ausmachen. Dresden schon 7 Punkte vorne. Wie gesagt, ihr seht es gerade nicht, aber wir wollen uns auch gar nicht groß über die zweite Liga unterhalten. Beziehungsweise bis Aue sind 26 Punkte und der 16. Ingolstadt hat aktuell 19. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben, wie gesagt, die letzten 4 eher sind. Aber da will ich gar nicht drüber reden, sondern ich will mir eigentlich nur so ein bisschen die ersten 7 beziehungsweise die anschauen, die aufsteigen können. Und wir hatten es ja vor der Saison mal, das Thema. Da ging ich eigentlich ja davon aus, dass es Köln und Hamburg machen müssten. Ich war ja oder bin ja eigentlich auch der Meinung gewesen, dass man so die 20, die jetzt in der ersten, beziehungsweise also die 18 Erstligisten plus Köln und Hamburg, sind eigentlich so die Mannschaften, mit denen man oben rechnen kann. Grundsätzlich am Anfang der Saison gesagt, ja, Düsseldorf, weiß ich nicht, ob die dazugehören, aber die spielen jetzt eine sehr gute Erstligasaison. Und deswegen, das dachte ich ja, werden so die 20 Teams. Und man muss ja auch sagen, Köln und Hamburg sind aktuell auch vorne. Wenn wir allerdings aufs Torverhältnis gucken, steht Hamburg da jetzt nicht so glänzend da. Haben 31 Tore geschossen, da müssen wir ganz schön weit runtergehen. Und zwar bis zu Platz 10, bis zu Fürth, die das erste Team sind, die dann weniger geschossen haben. Gleichzeitig aber auch haben sie relativ wenig Tore kassiert. Mit 26 ist, wenn ich das jetzt auf die Schnelle sehe, nur Union Berlin besser. Also weniger Tore kassiert. Also Hamburg ist so ein bisschen hopp oder top. Also mal gewinnt man und dann verliert man aber auch mal ein bisschen höher. Und dadurch ist dann trotz 13 Siegen und nur 5 Niederlagen eben ein Torverhältnis von plus nur 5 rausgekommen. Und wir sehen die Tabelle ja, das könnte am Ende entscheidend sein. Berlin nur 3 Punkte hinter Hamburg,
Kiel und Heidenheim sind es 4. Paderborn dann 5. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Paderborn sind 6. Wo habe ich... Ach so, irgendwo habe ich einen Sprung drin gehabt. 4, 5 und 6. Ich weiß nicht, wo mein Sprung gerade drin war. Auf jeden Fall, es sind nur 2 Spiele. Und Paderborn plus 18 Tore, sollten die punktgleich ziehen, wird das für Hamburg vermutlich schwer, in den 11 Spielen das Torverhältnis noch höher zu heben als das von Paderborn aktuell. Aber gut, dafür muss Paderborn eben auch erstmal die Punkte aufholen. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall cool zu sehen, dass die zweite Liga noch nicht entschieden ist. Hätte ja durchaus sein können, dass eben Köln und Hamburg, gerade mit den finanziellen Mitteln, die sie haben, da vorne wegrennen. Und jetzt eigentlich es nur noch um den Relegationsplatz geht. Und das ist wie gesagt nicht der Fall. Es kämpfen meiner Meinung nach noch 7 Mannschaften, vor allem auch um den direkten Aufstieg, nicht nur um die Relegation. Relegation war ja bis jetzt immer relativ schwierig für den Zweitligisten. Letzte Saison Wolfsburg, die Saison davor, war es die Saison davor Frankfurt oder war es die Saison davor Hamburg? Ich bekomme es gerade gar nicht ganz auf die Reihe. In welcher Reihe? Nee, Frankfurt war es, glaube ich, davor dann, als wir gegen Nürnberg. Nee, Quatsch. Kovac erste Saison hat er uns in der Relegation gerettet. Also muss die Saison davor gewesen sein. Davor müsste es Hamburg irgendwie zweimal irgendwo gewesen sein. Das war schon immer schwierig für den Zweitligisten. Die Saison mit unten drin Hannover, Nürnberg und Stuttgart würde ich sie nicht chancenlos sehen. Denn weil was die spielen, ist ja noch mal schlechter als das, was wir letzte Saison zum Beispiel von Wolfsburg gesehen haben. Aber es sind noch ein paar Spiele und wer weiß, was sich da noch tut. Ja, ich denke mal, Köln sollte das trotzdem irgendwo machen. Die sind 4 Punkte vorm Relegationsplatz, 5 Punkte vorm Nicht-Aufstiegsplatz. Und ja, bestes Torverhältnis mit Abstand. Köln wird sich da relativ sicher, denke ich, wird das schon irgendwie schaffen. Bei Hamburg wird es schon schwieriger, wie gesagt, jetzt gerade erst gegen Regensburg verloren. Sehr schlechtes Torverhältnis. Schlechtes Torverhältnis ist immer natürlich noch positiv, aber es ist eben jetzt nicht so gut wie das der anderen. Und das könnte noch spannend werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, so am letzten Spieltag, gerade die letzten beiden Spieltage, wenn sie dann alleine spielen, wenn man so möchte, wenn ja die erste Liga am Samstag und die zweite Liga am Sonntag ist, werde ich bestimmt auch mal da reinschauen. Ansonsten ist zweite Liga zum Glück für mich nicht so das Thema, was mich viel beschäftigt, außer dass man ab und zu natürlich jetzt mal guckt, was Alex Meyer macht, der ja in Pauli jetzt schon, ich glaube, 3 Tore geschossen hat mittlerweile. Für den freut es mich persönlich. Ansonsten ist es nicht mein großes Thema. Aber ich dachte mir, es wurde ja ab und zu mal gefragt und ich habe mir die Tabelle der zweiten Liga mal angeguckt und dachte mir, ja, das könnte noch ganz spannend werden. So, bevor ich das vergesse und wir jetzt zu den Tipps kommen, man sieht es ja eigentlich schon, heute einfach nur schöner, graues T-Shirt, grau-weiß, ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Anthrazit, ich habe keine Ahnung, mit einem gestrickten Eintracht-Adler drauf. So, jetzt springen wir aber mal zu den Spielen. Und wir starten am Freitag mit Augsburg gegen Dortmund. Dortmund nach zuletzt 5 Spielen ohne Sieg, wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt gegen Leverkusen mit einem 3-2-Sieg. Augsburg 5-1 gegen Freiburg untergegangen. Für Augsburg wird das noch ganz schön eng da unten. Die haben Glück, dass eben die anderen Teams auch extrem schwach sind, die da unten spielen. Aber gegen Dortmund wird nichts zu holen sein. Schalke gegen Düsseldorf. Schalke 3-0 in Mainz untergegangen. Da haben wir die nächste Blamage. Düsseldorf nach zwischenzeitlichem Rückstand doch noch 2-1 gewonnen gegen Nürnberg in Überzahl. Waren die bessere Mannschaft. Trotzdem hätte man gegen Nürnberg auch höher gewinnen können als Düsseldorf. Vor allem zu Hause. Und ich muss sagen, Paschalke hat sich jetzt ein bisschen was getan. Heidel ist in Anführungszeichen weg.
Aber ich wüsste nicht, wie das den Spielern Aufwind geben oder Auftrieb geben sollte. Entsprechend tippe ich hier auf den Sieg für Düsseldorf. Leverkusen gegen Freiburg, die Ergebnisse hatten wir. Auch wenn Leverkusen jetzt so einen kleinen Dämpfer hatte oder zwei Dämpfer eigentlich in der Euroleague ausgeschieden, dann gegen Dortmund verloren, denke ich, dass dass Leverkusen zu stark sein wird für Freiburg. Eintracht gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim 1-1 in Leipzig, mehr oder weniger in letzter Sekunde oder in letzter Minute noch den Ausgleich kassiert. Fehlen sechs Leute. Frankfurt jetzt mal eine Woche ohne, ja, englische Woche. Und ich denke, das konnte man von Frankfurter Seite gut nutzen. Und da sollte man die angeschlagenen Hoffenheimer zu Hause schlagen können. So, kommen wir zu Berlin gegen Mainz. Berlin 1-0 in München verloren. Kann passieren. Mainz, wie gesagt, die hohe Niederlage, der hohe Sieg gegen Schalke, der souveräne Sieg gegen Schalke. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Mainzer zumindest den Punkt holen werden. Nürnberg gegen Leipzig, ich glaube, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Das sollte ein klarer Sieg für Leipzig werden. Dann kommen wir tatsächlich mal zu einem Topspiel am Samstagabend. Gladbach gegen München, der Zweite gegen den Dritten. Allerdings Gladbach in so einer kleinen Formkrise, kann man sagen. Gerade erst zu Hause 3-0 gegen Wolfsburg verloren. Das Heimspiel davor 3-0 gegen Berlin verloren. Ich glaube nicht, dass es wieder 3-0 gegen sie ausgehen wird, aber ich denke schon, dass die Münchner das gewinnen werden. Stuttgart gegen Hannover, ja, Duell der Kellermannschaften. Stuttgart immer einen Punkt geholt am Wochenende oder letzten Freitag gegen Bremen. Hannover gegen Frankfurt in der zweiten Hälfte dann untergegangen. Haben allerdings in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und so traue ich ihnen zumindest mal einen Punkt zu in Stuttgart. Ich denke, zu mehr wird es nicht reichen. Wolfsburg gegen Bremen. Ja, Bremen immerhin, wie gesagt, den Punkt zu Hause gegen Stuttgart, aber eben es war auch gegen Stuttgart nur ein Punkt. Ja, schwierig. Ich denke nicht, dass die Wolfsburger in der aktuellen Form schlagen können. Und so tippe ich für mich leider aufs Wolfsburg, denn mit einem Sieg würde Wolfsburg auf jeden Fall vor Frankfurt bleiben. Das auf jeden Fall meine Tipps für heute. Eure gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit der zweiten Bundesliga auskennt, gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze ausgeht. Wer steigt da auf? Wer steigt von mir aus auch gerne ab, wenn ihr da ein bisschen tiefer drin seid in der Materie? Und ja, dann wünsche ich uns einen schönen Spieltag und würde mich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann komme ich vermutlich gerade wieder vom Fußball. Denn ja, wie gesagt, Eintracht spielt erst zu Hause und da bin ich wieder im Stadion. Und das heißt, während heute, warum auch immer meine Nase zu ist und ich deswegen ein bisschen nasal rede, werde ich nächste Woche wahrscheinlich vom Anfeuern ein wenig heiser sein. Also, euch einen schönen Start ins Wochenende, ein paar schöne Bundesligaspiele und ja, hoffentlich bis nächsten Freitag. Haut rein!